deshalb erklären sich auch so Dinge wie Frau Lagarde, die dann ernsthaft gesagt hat, sie findet das gut. Ja, es ist gut, dass die Preise steigen. Sie ist zwar keine Regierende, sondern EZB-Chefin, aber es hat sie gesagt. Es ist gut, dass die Preise steigen. Oder Frau Baerbock, Deutschland ist bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Das hat sie zwar jetzt auf den Ukraine-Krieg gemünzt, aber letzten Endes implizit ist die Inflation dieser Preis. Nun ist er halt da, nun ist er halt da. Arbeitende Menschen, Mittelstand, Unternehmer, aber auch die einfache Kassiererin an der Kasse. All die leiden momentan unter diesen hohen Preisen, unter der Inflation so stark, dass sie teilweise kaum über die Runden kommen können. Da frage ich mich, wo ist der Staat? Uns weht ein eisiger Wind entgegen und genauso weht dieser eisige Wind der deutschen Mittelschicht entgegen. Und wir sind dennoch entschlossen, weiter für unsere Positionen zu kämpfen. Wir sind entschlossen, dafür zu kämpfen, dass die Politik endlich wieder das eigene Volk in den Mittelpunkt rückt. Benzin wird ja alles teurer, also das steigt ja, das ist ja Wahnsinn. Wenn ich manchmal an der Tankstelle vorbeifahre, teilweise 2,19 oder weiß Gott was, uff, das schluckst du, also danke. 4% Inflation über 18 Jahre halbieren das Vermögen eines Menschen. Wir sprechen hier fast gerade von einer doppelt so hohen Inflation. Das ist nicht nur ein Problem, das ist eine Katastrophe, die da gerade auf mittlere und untere Einkommen und Menschen, die eben nicht nur durch ihr Einkommen entsprechend über die Rente leben können. Da kommt eine Katastrophe auf uns zu. Und deswegen müssen wir jetzt gegensteuern. Wenn man jetzt kein Auto mehr fahren darf, ist das natürlich ein Eingriff in die persönliche Freiheit, weil vorher konnte jeder, war jeder mobil irgendwie und konnte entscheiden, wann und wo er hinfährt. Also die setzen auch alles dran, dass wir da in unserer Freiheit beschnitten werden. Mein Name ist Manuela Hensch, ich bin 58 Jahre alt und ich bin Taxifahrer in Eberswalde und ich mache den Beruf jetzt so circa 20 Jahre mit ein paar Unterbrechungen drin. Mit Mindestlohn ist es nicht einfach und also unterm Strich bleibt einem bei dem Job auch nicht mehr, wie so ein Hartz-IV-Empfänger zur Verfügung hat. Wir können nur alle hoffen, dass wir das überstehen. Aber wenn man sich das jetzt so anhört in den Nachrichten oder so, dann bleibt das ja nicht bei dieser Inflation. Oder sagen wir mal so, die soll sich ja über Jahre ziehen, wenn man das alles so hört. Und das macht einem natürlich schon Angst. Der kleine Mann kann sich nicht so wehren, denn er profitiert nicht wie andere von positiven Effekten der Inflation, die es ja auch gibt. Die Inflation war schon lange da in den Immobilienmärkten, in den Aktienmärkten und viele Leute haben da auch ganz gut verdient und haben so die höheren Preise für sich kompensieren können. Der Kleine kann das nicht so gut, weil er einen hohen Anteil seines Einkommens für Konsum ausgibt, also leidet unter den höheren Preisen in einem Supermarkt. Gleichzeitig hat er aber keine großen Ersparnisse, um das wieder zu kompensieren. Und das ist das große Problem. Deshalb ist Inflation das Asozialste, was es gibt. Und gerade die linken Parteien, das sind ja fast alle hier im Haus, behaupten, so sozial zu sein. Aber die sind asozial, indem sie die Inflation befeuern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt Profiteure, der Hauptprofiteur ist der Staat, auch der Deutsche ein wenig, weil er höhere Steuereinnahmen hat. Allein zurzeit steigen inflationsbedingt die Steuereinnahmen teilweise um 20% pro Jahr gegenüber dem Vorjahr. Also Herr Lindner hat auch durchaus eine Menge Einnahmen auf Kosten der Bürger. Ist ja klar, das ist ein Inflationseffekt, den nur der Staat hat. Gleichzeitig entschuldet sich der Staat relativ gesehen durch die Negativzinsen, weil er praktisch keine Zinsen drauf zahlt und die Kaufkraft der verbliebenen Schulden immer geringer wird. Also relativ findet hier eine Entschuldung statt. Und dann gibt es natürlich die ausländischen Profiteure, denn das Geld vor allem auf europäischer Ebene, das sind die größten Verschuldungsprogramme zurzeit und Umverteilungsprogramme, landet weitgehend in diesen Südländern. Und ja, die freuen sich natürlich, wenn sie die Schuldenlast nicht zurückzahlen müssen, weil das vielfach von Deutschland behaftet wird und weil sie noch nicht mal eine Zinslast haben, wie sie es jahrzehntelang hatten. Italien, Griechenland hatte 10-20% Jahreszins, zumindest mal 5-7 jedes Jahr. Das war normal, bis der Euro kam. Zurzeit sind sie bei 1% oder so, also nichts. Das ist nur der Effekt der deutschen Bonität. Deswegen können die sich so günstig verschulden, mit der Aussicht, die Schulden noch nicht mal zurückzahlen zu müssen. Und das ist halt die Umverteilung auf europäischer Ebene, die wir auch als AfD vehement bekämpfen.
Mein Name ist Oliver Wagner, ich bin 37 Jahre alt, komme aus Garmisch-Partenkirchen. Ich arbeite in der Gastronomie, bin dort zweite Küchenleitung und würde gern über die Inflation reden. Ja, wie ich das merke und worauf ich verzichte, obwohl ich doch gutes Gehalt habe und ja, wie das halt so ist, dann doch über die Runden irgendwie zu kommen, was aber auch keinen Spaß macht. Mein Gehalt ist ja so netto 1630 bekomme ich. Davon bezahle ich meinen Unterhalt für mein Kind. Davon zahle ich meine Miete, meinen Strom, meine ganzen Rechnungen, meine Versicherung und was noch alles wichtig ist. Letztendlich habe ich im wahrsten Sinne des Wortes gerade mal 300, vielleicht etwas über 300 Euro, muss ich sagen. Und das ist schon echt heftig, dass man da über die Runden kommen kann. Man muss auf die Preise schauen, alles wird teurer, das Geld ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich nichts mehr wert. Und das Allerschlimmste, was ich wirklich finde, obwohl ich wirklich gutes Geld verdiene, ist, dass ich Pfandflaschen sammeln tue schon. Dass ich wirklich über die Runden komme. Ich suche nicht speziell, nur die, die ich sehe, die packe ich mir ein. Zum Beispiel, also Mülleimer suche ich nicht, das ist nicht mein Fall, das ist ein No-Go bei mir. Aber was ich halt sehe, nehme ich mit Feldweg zum Beispiel oder sogar an der Leusach. Da habe ich neulich auch was gefunden. Es waren insgesamt 8 Euro Pfandflaschen, die da rumlagen. Da war eine Party anscheinend. Habe ich mir natürlich mitgenommen. Anders geht's gar nicht mehr. Also ich finde es traurig dafür, dass man arbeitet. Na? Mein Chef unterstützt mich natürlich auch. Der sagt auch, Jung, ich weiß Bescheid. Nimm dir mit. Wir haben da Semmeln, bevor wir sie jetzt zum Pferdefutter verarbeiten oder was anderes draus machen, nimm dir ein paar mit, nimm dir mit, was du brauchst. Oder ich frage auch meinen Chef wegen, wenn wir einen Schweinebraten haben, nach dem Fett, was wir abschneiden, was eigentlich der Gast nicht möchte, so auf gut Deutsch, nehme ich mir mit, mach mir einen Schweineschmalz draus. Andere Sachen auch, was wir in der Arbeit halt nicht mehr verwenden, dann nehme ich mir halt mit. Na, zum Beispiel auch Obst, Mai, was angeschlagen ist, möchte der Gast nicht, nehme ich mir mit, weil für mich ist das egal. Ich komme eh vom Land, von daher, ich kenne das gar nicht anders. Butter 31, dann haben wir hier, was habe ich hier hingeschmiert? Gebrauchtwagen 25, Strom 19 und tatsächlich selbst Fleisch ist um 12% teurer. Mein Name ist Kai Gottschalk, bin finanzpolitischer Sprecher unserer Bundestagsfraktion. Das heißt, diese ganzen Themen wie Steuertarifentwicklung, Steuerentlastung, Pendlerpauschale, aber auch Zoll, EZB, Bankenunion, Bankenpolitik, alles das fällt in mein Ressort im großen Finanzausschuss. Das heißt, ich denke mal, mit das Zweitwichtigste, nämlich Gesundheit ist das Wichtigste. Das Zweitwichtigste, glaube ich, ist für viele Menschen dann das Geld und das ist mein Hauptthema hier. Ansonsten bin ich 56 Jahre alt, habe im richtigen Leben ein Doppelstudium gemacht, gearbeitet auch, also nicht wie manche so hier Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, sondern ich habe wirklich auch gearbeitet und ich glaube, ich weiß, was es heißt, für sein Geld zu arbeiten, Rechnungen zu bezahlen und ich war auch mal Student und habe auch mal ein kleines Einkommen gehabt. Also insoweit denke ich, weiß ich, was ich tue und was ich zu tun habe. Inflation wird ja immer gesagt, die Waren werden teurer. Ich drehe es eher um, das Geld wird weniger wert. Denn die Ware ist weiterhin dort, ob das Auto, das Brot, andere Güter, sondern das Geld wird einfach weniger wert. Das bringt es auf den Punkt. Und damit ist zum Ausdruck gebracht, dass wohl die Politik, wenn das Geld weniger wert wird, etwas dazu kann. Es ist natürlich immer schön, wenn man sagt, etwas wird teurer. Dann kann man den Sündenbock auf die, die angeblich die Preise erhöhen, schieben. Ein Schuh wird draus, wenn man sagt, das Geld wird einfach weniger wert. Und der beste Ausdruck dafür ist 1923 mit den 5 Millionen Reichsmarkscheinen für ein Brot. Und es war nachher noch viel, viel teurer. Das heißt, das Brot war immer noch da. Das Geld ist weniger wert. Das muss man den Leuten klar machen. Und das ist das Unsoziale, weil es gerade die Menschen trifft, die nicht unbegrenzt Einkommen zur Verfügung haben. Wir haben neben den teuren Preisen, die wir haben in Deutschland, haben wir mehr als 52% Abgaben. Das heißt, da kommen ja nochmal Sozialabgaben oben drauf, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung. Das heißt, das, was jemand verdient, da bleibt ihm am Ende des Tages einfach zu wenig für seine Hände Arbeit, die er leistet oder seine Kopfarbeit. Das ist vollkommen egal. Wir sind heute in Deutschland ein Land geworden, in dem sich Arbeit schon nicht mehr lohnt. Wenn dir mehr als 52% dessen, was du verdienst, und da rede ich nicht nur vom Arbeitgeberanteil, der zahlt ja auch noch ein bisschen dazu. Das heißt, Arbeit ist teuer,
Eigentlich kriegt der Arbeitnehmer auch viel Geld, aber es kommt bei ihm schon einmal nicht viel an. Und dann haben wir noch die teuren Preise, also dass das Geld weniger wert wird. Also die stecken in der Schraubzwinge, wenn man so will, die Leute. Die werden von zwei Seiten ausgequetscht und das macht sich jetzt brutal bemerkbar. Ganz ehrlich, wenn jemand sagt, ja, dann schaff deine Katzen ab, du brauchst kein Abo, warum willst du Netflix schauen, warum willst du Disney schauen, was würde ich da sagen? Also ich glaube, ich würde sagen, weißt du was, Sklaverei lässt grüßen. Geh arbeiten, geh nach Hause, schlaf und nächsten Tag erscheine wieder. Das ist kein Vergnügen. Na, ich meine, ich möchte mich auch belohnen dafür, dass ich was tue. Ich meine, ich tue was für den Staat. Bei uns kommen jede Menge Gäste in die Zahlen, die wollen ihr Vergnügen haben. So, ich möchte auch mein Vergnügen haben. Ich möchte auch mal wieder schwimmen gehen. Ins Kino. Ganz ehrlich, es geht gar nicht mehr anders. Also, ich find's traurig. Wenn ich wandern gehe, dann gehe ich wirklich mal auf den Wank drauf. Das kostet nichts. Wirklich raufgehen, Gondel, ist nicht. Dann gehe ich halt bis zur Mittelstation oder so. Oder ich gehe zur Ruine Werdenfels hier in Garmisch-Partenkirchen. Wo Orte sind für mich, wo ich abschalten kann einfach. Weil, naja... Vergnügen ist das nicht mehr, was man da hat. Na. Mein Name ist René Springer, ich bin hier in der AfD-Fraktion Arbeits- und Sozialpolitischer Sprecher. Ich bin 43 Jahre alt und komme aus Ostbrandenburg. Die Erosion der Mittelschicht war ein Phänomen, das wir schon vor der Inflation beobachten konnten. Das ist ein Phänomen, das in den letzten 20 Jahren zu einem zunehmenden Problem geworden ist. Die Inflation ist jetzt der Brandsatz, der noch zusätzlich in eine ohnehin schwierige Situation geworfen wird. Inflationszeiten sind immer Zeiten, die zu einer hochgradigen Belastung für die Mittelschicht waren. Und wir werden jetzt sehen, dass in einer sehr kurzen Zeit gerade die Empfänger kleiner und mittlerer Einkommen im Grunde in eine Situation geraten, wo sie mit ihrem Einkommen die Lebens- und Alltagssituation nicht mehr bewältigen können. Und sie werden darüber hinaus in eine Situation kommen, wo sie erkennen, dass die Preissteigerungen dazu führen, dass sie unterm Strich am Ende des Monats weniger Geld zur Verfügung haben als Sozialleistungsempfänger. Und das hat ein Konfliktpotenzial in sich, das sehr schnell abgebaut werden muss, bevor es sich politisch und gesellschaftlich entlädt. Ich arbeite halt deswegen noch, weil ich diesen Beruf sehr gerne mache, ich Spaß dabei habe und ich einfach keine Lust habe, auf der faulen Haut zu liegen, nichts zu machen. Ich wüsste nicht mal annähernd, wie ich den Tag rumbringen soll. Ich habe das ja erlebt, wir hatten 7 Monate zu. Ich bin mal irre geworden. Ganz ehrlich, 7 Monate nichts tun? Nee, und ja klar ist Hartz IV mehr, aber... Du kriegst einiges. Wenn ich mich nicht irre, ist im Hartz IV deine Miete drin, deine Nebenkosten drin, dein Strom drin. Aber ist nicht mein Ding. Ich möchte einfach arbeiten. Ich möchte dir zeigen, hallo, ich bin fleißig. Ich habe meinen Spaß an diesem Beruf. Ganz ehrlich, ich komme mit Leuten in Kontakt, kann mit ihnen ratschen, bekoche sie und ich freue mich über jedes glückliche Gesicht bei den Gästen. Ein Arbeiter hat weniger zur Verfügung, und zwar in Kaufkraft zum Ausgeben, als jemand, der nichts tut und in Hartz IV ist. Warum er in Hartz IV ist, sei mal dahingestellt. Aber letztlich muss sich Arbeit immer mehr lohnen als nichts tun. Das ist einfach mal eine Grundvoraussetzung in einer Gesellschaft, weil sonst sind wir im Sozialismus. Dann kriegen alle nachher das Gleiche. Das will ich nicht. Und natürlich ist es demotivierend für jemanden, der arbeitet. Und da können wir breite Kreise der Bevölkerung mit Nein nennen. Also wir müssen, auch wenn das einige nicht gerne hören, aber Wahrheit tut weh, dazu wieder kommen, dass wir ein Abstandsgebot haben zwischen Sozialleistung und sozialen Transfers und Arbeit. Denn ein Land, das auf Dauer genauso viel für Nichtstun zahlt wie für Arbeit, läuft gegen die Wand, wirtschaftlich wie gesellschaftlich. Und das müssen wir ändern. Das tut einigen weh, vielleicht auf der linken Seite, aber deswegen habe ich genauso ein soziales Herz, weil die Leute sollen arbeiten. Arbeit definiert was, schafft Wert, schafft Selbstbewusstsein. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, wir haben auch deshalb das Problem in Deutschland mit Hartz IV, dass es sehr gemütlich ist, wenn man sich dort vernünftig einrichtet. Wir müssen es zahlen für jeden, der da unverschuldet und auch reinkommt. Aber Arbeit muss immer mehr wert sein. Genau am Ende des Tages, wenn jemand in Rente geht, dann muss jemand, der gearbeitet hat,
der muss mehr Rente haben als jemand, der nicht gearbeitet hat oder entsprechend dann sagt, ja, ich stocke auf. Arbeit muss immer honoriert werden vom Staat. Das ist Grundvoraussetzung. Und da müssen wir wieder hin. Mein Name ist Jacqueline. Ich komme aus Wiesbaden. Ich bin 42 Jahre alt, bin gelernte Game-Producerin, habe früher in der Veranstaltungsbranche gearbeitet und bin seit einem schweren Verkehrsunfall in Frührente, seit 2019. Dort ging meine Wirbelsäule kaputt. Ich hatte eine beidseitige Lungenembolie, eine Herzschwäche. Ich habe bis heute dauerhafte Schmerzen in der Wirbelsäule und ich lag über 2 Monate auf der Intensivstation und musste es miterleben, wie es sich anfühlt, wenn man stirbt. Vor dem Unfall hatte ich ein gutbürgerliches Einkommen im mittleren Bereich. Es variierte immer 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Und jetzt knapp 750 Euro Rente. In meiner Situation, durch die harten finanziellen Einbußen, die ich habe, habe ich zwar die Freiheit im Geiste noch. Ich kann denken, was ich möchte. Ich kann sprechen, was ich möchte, was ich hiermit auch tue. Aber ich bin in meinem Handeln sehr stark eingeschränkt. Ich kann nicht mehr irgendwo hinreisen. Ich kann nicht mehr anderen Menschen helfen, die auch in Not geraten sind, was ich immer sehr gerne getan habe. Und all das wurde mir genommen. Und die Situation wird nicht besser. Ich fühle mich von der Gesellschaft ein Stück weit ausgeschlossen aufgrund der Entscheidungen, die getroffen werden, auch von der Politik. Ich war immer sehr stolz auf die deutsche Geschichte in der Vergangenheit, dass wir gelernt haben aus unserer Vergangenheit, aus den Nachkriegsjahren. Wir haben Deutschland wieder aufgebaut, unsere Vorfahren. Wir haben anderen Menschen geholfen. Deutschland hat das Helfen gelernt. Und daran ist Deutschland gar nicht so schlecht. 2015 und auch in den Jahren davor hat Deutschland immer wieder Flüchtende aus der Welt aufgenommen, hat sie mit einem offenen Herzen empfangen. Aber die Konsequenz daraus ist, dass sehr, sehr stark oder dass sich sehr stark darauf fokussiert worden ist, anderen zu helfen, aber Menschen im eigenen Land vergessen worden sind. Und wir sehen es gerade auch seit der Migrationswelle 2015, um es mal exemplarisch da zu nennen, dass wir sehr viele neue Bürger in unserem Land mit dazu bekommen haben, was ich durchaus begrüße. Desto größer Deutschland wird, desto kräftiger kann auch die Wirtschaft wachsen. Aber ich sehe eben auch ein Defizit, was entstanden ist. Wir haben viele Bürger dazu bekommen, die einen geringen Bildungsabschluss haben oder gar keinen, weil es eben in diesen Ländern auch ein ganz anderes Bildungssystem gibt, ganz andere Grundvoraussetzungen, die eben mit unserem System nicht immer identisch sind. Ich sehe, dass meine Lebensleistung, die ich bisher erbringen konnte, nicht das widerspiegelt, was ich jetzt in meiner Situation erhalte. Ich würde gerne weiterarbeiten gehen. Ich würde gerne auch einen Mehrwert für die Gesellschaft weiter darbieten, weil ich mich als Teil der Gesellschaft sehe. Aber ich sehe, dass ein nicht geringer Teil der Gesellschaft mich wiederum aussperrt aus dem System. Ja, das ist bedrückend und beschreibt im Grunde die Situation, wie wir sie heute vorfinden. Die eigenen Bürger werden vom Staat im Stich gelassen. Und man sieht eine Prioritätensetzung, die sich nicht nachvollziehen lässt, dass Geld für allerlei Projekte da ist. Manchmal ist es die Hilfe anderer, die Zuwanderungskrise wurde hier angesprochen. Manchmal sind es Fantasieprojekte. Wir wissen es inzwischen, dass eben auch Genderprojekte in Nicaragua mitfinanziert werden. Und die eigenen Leute kommen unter die Räder. Und das erzeugt natürlich eine Resignation, die man ja auch deutlich gespürt hat bei der Frau. Und das erzeugt auch eine Frustration, die auch umschlagen kann in Wut und Verzweiflung. Und die richtet sich dann am Ende gegen auch staatliche Institutionen, gegen Politiker. Und es erzeugt eine
Spaltung der Gesellschaft, die, glaube ich, überwunden werden muss. Und der einzige Weg, das zu erreichen, ist, auf diese Stimmen zu hören und hier konkrete Lösungen anzubieten. Und das heißt im Grunde, die Prioritäten neu zu setzen. Und diese Prioritätensetzung, das kann nur sein, eine inländerfreundliche Politik. Die Interessen derer, die das Land aufgebaut haben, müssen in den Mittelpunkt des politischen Handelns gerückt werden. Ja, sicher mache ich mir Gedanken um meine Rente. Also ist ja nun noch so 9 Jahre hin. Und in 9 Jahren, wenn jetzt schon alles teurer wird, dann wird die Rente nichts mehr wert sein. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir denn überhaupt noch uns eine Wohnung leisten können oder ob wir denn in so eine Rentner-WG ziehen. Und ja, muss man mal sehen, ne? Schauen wir mal. Wir haben als AfD-Bundestagsfraktion in der Vergangenheit sehr viele Anträge eingebracht, die die Mittelschicht und den Mittelstand in den Fokus gerückt hat. Das heißt also, die Senkung der Steuern und Abgaben, das waren eigentlich mal so die Hauptforderung, die wir erhoben haben. Und ganz konkret haben wir beispielsweise die Abschaffung der kalten Progression gefordert, dass also ein Mehreinkommen nicht sofort wieder dadurch aufgefressen wird, dass man in einen anderen Steuertarif rutscht. Wir haben eine Senkung der Sozialabgaben gefordert, weil die eben erdrückend hoch sind. Wir haben in der Anfangsphase der Inflation, als sie noch bei 4% lag, das war im Dezember letzten Jahres, bereits einen 8-Punkte-Plan eingebracht ins Parlament, wo wir eben gefordert haben, Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrages, dass man mehr Netto vom Brutto in der Tasche hat, dass die Pendlerpauschale erhöht wird auf 38 Cent, Senkung der Mehrwertsteuer für Energieprodukte auf 0 und weitere Dinge. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Es wurde wie immer so getan, als sei das gesellschaftlich nicht relevant, als sei das kein Problem. Man hat das versucht, kleinzureden. Ja, und nun Monate später sehen wir, dass es dringend erforderlich gewesen wäre, diesem Antrag zuzustimmen und die Bürger zu entlasten. Dieser Zug ist abgefahren. Muss ich ja auch immer mal sagen, dass sich die Bundesregierung ja nur ständig ihre Diäten erhöht und um 300 Euro monatlich, ja, also da haben sie ja keine Skrupel. Also da ist es denn mit der Solidarität uns gegenüber oder anderen oder der Ukraine oder anderen Ländern gegenüber, ist es denn nicht so wichtig. Hauptsache, die haben ihre 300 Euro im Sack. Ja, und am Ende kommt dann die Abrechnung und dann steht da vielleicht eine Nachzahlung von 1000 Euro. Ich meine, was sind da 300 Euro im Jahr, die versteuert sind? Also ist ein Witz. Ist einfach ein Witz. Es gibt aus meiner Sicht nur einen Weg, und das ist ja auch eine Forderung, die wir als AfD-Fraktion schon viele Jahre erhoben haben, jedenfalls die Zeit, wie wir hier im Deutschen Bundestag sind, haben wir immer wieder gefordert, die Steuern und Abgaben zu senken. Die Belastung der Arbeitnehmer ist einfach zu groß, und wir sehen das ja auch im weltweiten Vergleich. Wir haben die zweithöchste Steuer- und Abgabenquote weltweit. Wir müssen runter von den hohen Abgaben und dafür sorgen, dass von dem Brutto, das man monatlich verdient, mehr Netto in der Tasche übrig bleibt. Und jetzt in der Zeit dieser starken Inflation ist das noch wesentlich wichtiger geworden, weil eben diese Belastung, die vorher schon kaum zu ertragen war, für Millionen Beschäftigte in Deutschland. Nur mal am Rande bemerkt, jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland arbeitet im Niedriglohnsektor. Für den war es vorher schon ein Problem, die monatlichen Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Und jetzt mit der Inflation ist es im Grunde unmöglich. Wir werden sehen, dass hier Beschäftigte, die einen Vollzeitjob haben, aber eben nur auf Mindestlohnniveau und damit geringfügig beschäftigt sind, am Ende des Monats zur Tafel gehen müssen, um dort ihre Lebensmittel abzuholen. Das ist das, was auf uns zukommt. Wir werden erleben, dass Leute, die Vollzeit arbeiten, ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen können und ihren Strom nicht mehr bezahlen können und am Ende vom Energiebetreiber eine Stromsperre eingestellt wird. Wenn man den Strom nicht zahlt, wird er halt einfach abgestellt. Und dann sitzen die Leute ohne Strom in einer Wohnung, die nicht mehr geheizt werden kann. Und das mit einer Vollzeitbeschäftigung. Wir werden nicht aufgeben und setzen darauf, dass wir am Ende doch einen politischen Druck auch aus der Opposition heraus erzeugen, der dazu führt, dass man umdenkt, dass man einlenkt und dass politische Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre korrigiert werden.
den Aeroberg Wiesbaden. Einer der wenigen Orte, wo ich noch ohne Geld mich hinsetzen kann. 5 Meter weiter war es ein Biergarten. Bei dem war ich früher öfters, mich gerne mal was getrunken, mal was gegessen. Jetzt kann ich mich hier hinsetzen und kann die frische Luft genießen. Das ist das, was mir geblieben ist. 2015 und auch in den Jahren davor hat Deutschland immer wieder Flüchtende aus der Welt aufgenommen, hat sie mit einem offenen Herzen empfangen. Umso wichtiger ist es, finde ich, dass wir darauf achten, dass wir unsere Sozialsysteme schützen. Und da sehe ich ein ganz großes Defizit in Deutschland. Wir haben immer mehr Menschen, die in die Sozialsysteme reinkommen, die sich in unserem schönen Land, was wir haben, allerdings noch um nichts verdient gemacht haben. Die haben keine Leistung erbracht, um die Sozialleistung regulär auch einen Anspruch drauf haben zu können oder diese zu beziehen. Soll keinesfalls rassistisch klingen oder abwertend klingen gegenüber fremden Menschen. Ganz im Gegenteil, wenn wir helfen können, sollten wir das tun. Aber wir sollten auf keinen Fall hingehen und die eigenen Menschen in unserem Land vergessen. Und das ist das, was passiert. Ich kenne viele Menschen, denen es geht, wie mir in meiner Situation, die jetzt am Hungertuch nagen, die zur Tafel müssen, obwohl sie von ihrer Rente vorher gut leben können, die viel für dieses Land gemacht haben, auch ehrenamtlich sich engagiert haben, Menschen geholfen haben, so wie das jeder gute Bürger in diesem Land tut, und die jetzt im Stich gelassen werden. Mein Wunsch an die Politik ist, vergesst uns nicht. Denn wir sind auch ein Teil der Gesellschaft. Wir Rentner haben viel geleistet in diesem Land und wie in meiner Situation durch Schicksal unverschuldet in Frührente geraten. Vergesst uns bitte nicht. Macht was, handelt. Herzlich willkommen an alle, dass wir hier uns zusammenfinden konnten zum Meeting, um das Thema Inflation aufzubereiten, nachzubereiten. Wir haben ja schon jetzt einiges getan zu dem Thema, müssen aber schauen, inwiefern sind diese Maßnahmen eigentlich wirksam, müssen sie weiterentwickelt werden, wie passen sie in die Konzepte ein, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, verabschiedet hat, wie wirksam sind die Konzepte? Ja, also letztlich unzureichend. Bürokratisch und man muss an der Stelle sagen, nicht ausreichend. Wir haben einmal die 300 Euro Energiekostenzuschuss, der gezahlt werden soll. Er ist aber voll zu versteuern. Das heißt, wenn wir mal einen durchschnittlichen Steuerzahler nehmen, kommen von den 300 Euro vielleicht netto. Das ist ja auch immer die Problematik, 150, 140 Euro an. Und er muss eine Steuererklärung machen. Der zweite Punkt ist, glaube ich, das brennt allen Pendlern auf den Nieren, ist die Entfernungskostenpauschale, landläufig immer Pendlerpauschale genannt. Die soll ab dem 21. Kilometer jetzt erhöht werden, immerhin nach 2004 einmal. Auch da sagen alle Verbände, zu bürokratisch, zu umständlich und ab dem 21. Kilometer und nochmal in Erinnerung gebracht. Und die ganze Last, der bürokratische Aufwand, soll dem Arbeitgeber mal wieder aufgebürdet werden. Also es ist nicht passgenau, es ist ein Trauerspiel und da haben wir ja selbst eigene gute Vorschläge und da hoffe ich natürlich, dass wir da zum Zuge kommen. Jede Entlastung wird jetzt gebraucht, aber im Grunde haben wir eine andere Herangehensweise. Wir sagen ja, wir entlasten eben die Arbeitnehmer, indem wir den steuerlichen Grundfreibetrag erhöhen, aber vor allem entlasten wir beim Konsum, indem wir Mehrwertsteuer senken wollen. Und ich denke, wir sollten an diesem Konzept auch festhalten. Das ist unbürokratischer als das, was jetzt die Bundesregierung in Gang gesetzt hat. Es ist gut, dass du diese Urursache der Inflation auch hier erwähnst, denn bei aller Aktualität und bei allem, was wir hier an Kompensations- und symptomatischer Arbeit machen, so was ihr gerade besprochen habt,
dürfen wir die Regierung nicht rauslassen aus der Verantwortung, aus der politisch gemachten Verantwortung seit vielen, vielen Jahren. Das ist auch die EZB, auch wenn sie jetzt nicht direkt der Bundesregierung untersteht, aber das ist eine Symbiose, die ganz klar mit Absprachen funktioniert. Und wir müssen auch nach außen immer wieder betonen, wie wichtig das als Ursache ist, die Geldmengenpolitik. Das ist mir auch deshalb wichtig, weil alles, was jetzt nicht gemacht wird und wenn man der EZB nicht in den Arm fällt, ist halt dann die Inflation von übermorgen. Das sagen wir übrigens auch seit vielen, vielen Jahren. Das ist keine rückwärtsgewandte Debatte von Dingen, die wir nicht mehr ändern können. Es findet jeden Tag statt. Jeden Tag druckt die EZB 1 Milliarde Euro und mehr. Wirklich, es ist die Größenordnung. Mehr als 1 Milliarde bei den Paketen, die auf dem Tisch liegen. Euro-Schulden, EU-Schulden. Alleine heute im Haushaltsausschuss muss ich 2 dreistellige Milliarden Neuverschuldungspakete der EU verhandeln. Die sind alle neu, die sind noch gar nicht bekannt in der Öffentlichkeit. Das ist die Inflation von morgen und übermorgen. Und wir kommen da nicht raus. Wir haben es ja auch in unserem eigenen Konzept, so wie es jetzt schon steht, es wird ja jetzt erneuert, aber so wie es jetzt schon steht, gleich in Punkt 1, nicht zufällig drinstehen. Die EZB muss ihrem Mandat der Geldmengenstabilität wieder gerecht werden. Und bei einer Geldmengensteigerung von ungefähr dem 10-fachen in den letzten 20 Jahren, seitdem der Euro besteht, ist das die Urursache. Und auch die anderen, CO2-Religion und so weiter, die ganzen Maßnahmen, die daraus fallen, EU-Regulierung, das ist alles politisch gemacht. Da kann sich die Regierung nicht freizeichnen. Wir müssen auch an diese Dinge ran, tun wir ja auch. Auch die Corona-Maßnahmen waren verheerend im Hinblick auf Inflation, weil zum einen die Produktion gedrückt wurde, weniger Güter treffen auf gleich viel Geld oder auf mehr Geld, das führt natürlich zur Inflation. Und die Logistikprobleme, die immer noch aus den Corona-Maßnahmen rausfallen, sind natürlich auch verheerend, weil auch da weniger Güter reinkommen, weil es teurer wird, die Güter über die Weltmeere zu transportieren. Und das ist auch nicht nur temporär. Wir reden von inzwischen 2 Jahren, in denen das schon läuft und kein Ende absehbar. Das sind also auch alles Dinge, die nicht symptomatisch und kompensativ sind, die wir aber als AfD immer angesprochen haben. Allein hier auf dem Tisch liegen zu den Themen EZB und zu euren Sozialthemen und zu den Finanzthemen, Steuerthemen über 30 Anträge auf dem Tisch, die wir seit 2017 gestellt haben, eher noch mehr. Und das ist keine rückwärtsgewandte Debatte. Wir müssen das heute durchsetzen, endlich durchsetzen, damit es morgen nicht noch mehr Inflation gibt. Da habe ich mal eine Frage an den Finanzer. Ja. Wir haben, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, im ersten Quartal ein Steuerplus, das heißt Steuermehreinnahmen von 40 Milliarden Euro gehabt. Ja. Warum werden die eigentlich nicht komplett umgelegt auf die Arbeitnehmer, die das erwirtschaften? Dieselbe Frage haben wir heute im Parlament gestellt. Alleine die Mehreinnahmen aus der Mineral-, sprich Energiesteuer, da müssen wir zum Beispiel ran, aus den Mehreinnahmen, Mehrwertsteuer 19%, die ja immer auf Energiesteuer und entsprechend CO2-Abgabe, alles, was also in Energie, Benzin, Gas drinsteckt, draufgerechnet werden, haben nur jetzt bisher 10 Milliarden Euro betragen. Das heißt, also, wenn man sagt, man kann es dem Autofahrer, dem Gaskunden, dem Stromkunden nicht zurückgeben, ist ein Ammenmärchen. Der Staat ist immer der größte Gewinner bei der Inflation, ob über die Einkommenssteuer, durch die Zuwächse bei der Steuer oder eben über die Mehrwertsteuer, die sich natürlich auch auf die höheren Preise, wenn Butter sich eben um 31% erhöht, dann werden auf diese erhöhten 31% natürlich 19% Mehrwertsteuer etc. gerechnet. Das heißt, es zieht sich durch und deswegen müssen wir weiter zur umfänglichen Steuerentlastung kommen. Sagen wir mal so, der Sprit an sich würde ja nicht viel Geld kosten, aber diese ganzen Steuern, die auf den Sprit sind, das ist ja mehr wie die Hälfte Steuer. Und die Politik ist meiner Meinung nach überhaupt nicht daran interessiert, das billiger zu machen, weil die verdienen ja damit. Also ich meine, wenn der Sprit 1 Euro kostet und dann sind 19% von 1 Euro sind eben bloß mal gerade 20 Cent. Und wenn der Sprit jetzt 2 Euro kostet, dann sind das doch schon 40%. Also 40 Cent, also die verdienen doch da dran, also die sind doch ja nicht interessiert, uns was billiger zu machen. Das ist doch einfach nur Gelaber. Und ja, sowieso die ganzen Maßnahmen, die da getroffen werden, die sind immer so auf über Monate ausgelegt. Irgendwann gibt es Mindestlohn, irgendwann gibt es das. Und jeden Tag hört man das in der Presse, dass es das geben soll. Und die Leute denken immer, hurra, wir haben es schon, aber wir haben nichts. Wir haben umfängliche Aufgaben vor uns und letztlich ist es nur herumdoktern an den Symptomen. Peter hat es beschrieben, denn wir baden steuertechnisch jetzt das aus, was man seit 2009 mit Schulden machen und Geld, whatever it takes. Ich habe das heute gesagt, Herr Draghis, whatever it takes ist heute klar, was es ist, was wir sozusagen übernehmen. Inflation, massenhafte Verarmung von Menschen, die gespart haben, schaffe Häusle bauen oder spare in der Zeit, dann hast du in der Not, gilt heute nicht mehr. Nochmals, das Vermögen halbiert sich.
So, wenn wir jetzt die Mehrwertsteuer senken bei Lebensmitteln, wie wir es ja gefordert haben, von 7% auf 0% und am Ende ist die Inflation dann aber dennoch höher als diese Steuerreduktion, müssen wir über weitere entlastende Maßnahmen nachdenken. Und ich glaube, die denkbar schlechteste Lösung ist Lebensmittelgutscheine. Was ist denn, wenn man als weiteren entlastenden Effekt einfach sagt, wir finanzieren jetzt temporär erstmal den Arbeitnehmeranteil der Arbeitslosenversicherung aus dem Staatsetat, also mit den Steuermehreinnahmen. Das würde eine monatliche Entlastung, wenn man nur die Arbeitslosenversicherung nehmen, von 24 Euro bedeuten. Das aufs Jahr gerechnet sind dann 260 Euro ungefähr. Also wie viel der positive Nominalinflationseffekt in im Steuersäckel sein wird, wissen wir noch nicht ganz sicher. Aber es ist nicht wenig und nicht mehr vernachlässigbar wie seither. Wir hatten so ähnlich mal vor 2-3 Jahren gedacht. Da hatten wir in Rede gestellt, die 40 Milliarden, die wir zukünftig an die EU-Überweisung für den Haushalt hier in Teilen mit einzusetzen. Und ja, wenn wir sagen 12.600, jetzt sollen es 10.400 sein, das ist Existenzminimum, die stellen wir steuerlich frei, dann wäre es sicherlich mal neu, auch in diese Richtung zu denken, bis zu welchen Einkommensklassen, damit man nicht arm durch Arbeit wird, sagen wir, wir entlasten, denn Deutschland ist ja neben den neben dem, was ich sage, nach OECD-Studie, sind wir auch Abgabenweltmeister. Das meiste von deinem Gehalt, über 52%, lässt du beim Staat. Eben nicht nur Steuern, eben Sozialabgaben. Also müssen wir sagen, bis zu welcher Grenze und dann aufwachsend, und das halte ich für einen klugen Gedanken, wollen wir die Menschen in den unteren Lohngruppen, die es ja leider gibt, die wir aber brauchen, die sind notwendig, wir brauchen diese Menschen in Arbeit. Und Arbeit muss sich lohnen, Arbeit muss sich immer mehr lohnen als sozialer Transfer. Und dann müssen wir Verantwortung sozialpolitisch übernehmen und in die gleiche Richtung denken. Wir werden das natürlich quantifizieren müssen, aber wir haben es eben hier schon umrissen. Am Ende bei Inflation ist durch die Steuern der Staat immer Gewinner. Und dann müssen wir vielleicht an anderen Dingen Abstriche machen, denn so kann es nicht weitergehen. Wir müssen einfach wieder dahin, was Deutschland, das alte Deutschland, die Bundesrepublik, stark gemacht hat. Und wenn wir zu diesen Wurzeln zurückfinden, und da bist du auf einem guten Weg, auch mit dem Vorschlag, denke ich, wir hier in der Runde, dann lohnt sich Arbeit für jeden in Deutschland auch wieder. Was die alte Bundesrepublik halt auch noch ausgezeichnet hat, die ganz alte, muss ich sagen, war eben doch trotz allem eine sehr viel niedrigere Staatsquote. Also auch, man kann sich Soziales leisten und trotzdem eine niedrigere Staatsquote haben. Das heißt, durch die Steuersenkung, die wir eben in den Raum gestellt haben, erzwingt natürlich schon irgendwo auch trotz aller Inflationseffekte, die da Mehreinnahmen bringen, weniger an anderen Punkten auszugeben. Und da erinnere ich halt doch nochmal an unsere AfD-Schwerpunkte. Corona-Maßnahmen, alle weg, ist ein riesiger Batzen. Inzwischen, wir reden von 60, 70 Milliarden, zumindest 30, die immer noch zum Teil für Corona-Maßnahmen aufgewandt werden, obwohl die Pandemie vorbei ist. Dann die ganzen EU-Regularien, die EU-Belastungen, Taxonomie, die Energiewende-Themen, CO2-Zertifikatskosten, die überall drinstecken. Das sind alles Dinge, die wir bekämpfen und nur wir, das würde den Bürger auch entlasten an verschiedenen Stellen. Man muss es nicht immer nur zurückgeben, man kann es ihnen von vornherein gar nicht mal wegnehmen. Und das findet nicht nur auf der Steuerebene statt, sondern auf dieser Abgabenzertifikatsebene immer mehr sogar jetzt. Gerade aus der EU kommt immer mehr rein. Die EU hat nominal, formell, rechtlich eigentlich keine Steuerberechtigung. Sie darf keine Steuern erheben. Aber in der Praxis tut sie es doch, indem sie immer mehr Abgaben uns auferlegt. Und die werden dann zwar formell noch von den Nationalstaaten vereinnahmt, aber sofort nach Brüssel überführt. Nur die AfD kümmert sich darum und auch das entlastet die Bürger. Peter, hast ja vollkommen recht. Wir stehen ja für den schlanken und effektiven Staat. Und da gehört auch die Senkung der Staatsquote zu und die Aufgabenkritik. Und ich meine, jeder aus seinem Bereich weiß, wie viel Geld verschleudert wird. Ich glaube, wir müssen halt wirklich am konkreten Problem bleiben. Und das konkrete Problem ist eben, dass sich ein immer größerer Teil das tägliche Brot nicht mehr leisten können. Entschuldige, wenn ich nochmal, dass es nicht nur um Umverteilung gehen kann, sondern dass alles, was wir machen, auch Sozialpolitik ist. Fast alles. Ich habe diese Ausgrenzung gespürt. Allein nur durch die Tatsache, dass ich gezwungen bin, jetzt mit dieser geringen Rente zur Tafel zu gehen, um mir abgelaufene Lebensmittel holen zu können. Das ist schon eine gravierende Ausgrenzung und eine ziemliche Entwürdigung. Und es geht ja nicht nur mir so, es geht sehr vielen Menschen in diesem Land so. Und genau jetzt, auch während der Inflation, geht es immer mehr Menschen so, die gezwungen werden, zur Tafel zu gehen, um sich Lebensmittel zu holen, in dem doch angeblich so reichen Land der Welt, wie unser ehemaliger Finanzminister Scholz mal so schön gesagt hat, das Geld ist da, wir machen den Sack auf und schütten es raus. Und dann frage ich mich aber, wo kommt es an?
In den Anfängen der AfD, auch das ist sozial. Viele Menschen, ich kam ja in den Urlaub in Spanien nicht mal, das ist so teuer geworden. Falsch. Die D-Mark war stärker als der Euro und die Spanier haben aufgewertet in dieser neuen Währung. Das heißt, ich musste auf einmal in der Währung, in der auch Spanien ist, bezahlen. Also ist der Urlaub um 33%, bis zu 33%, Sie können es nachprüfen, teurer geworden. Aber das hat nichts damit zu tun, dass der Mensch weniger Geld hat oder der Urlaub ist teurer geworden. Die Währung ist weicher geworden, nur unmerklich. Das war ein Prozess. Wie sagte ein früherer Bundesbankpräsident, hatten wir heute, Inflation ist wie Zahnpasta, ist sie erstmal aus der Tube, kriegst sie schwer wieder rein. Das ist also, und genau das ist passiert. Das ist ein schleichender Prozess gewesen und das ist Sozialpolitik. Sozialpolitik ist aber auch eben, das muss ich auch sagen, wir müssen jetzt helfen. Und jetzt hilft Steuersenkung, Entlastung bei den Dingen des Notwendigen, des täglichen Lebens, Entlastung bei dem, was jeder braucht, Strom, Energie. Ich möchte nicht, dass die Leute heute im Dunkeln liegen. Also EEG-Umlage weg, wir müssen entsprechend hin wieder, auch das ist Sozialpolitik zu einer vernünftigen Energiepolitik. Ja, diese Rolle rückwärts, da kann jeder jetzt denken, was er will. Warum sind in Frankreich ist der Strom so viel billiger? Warum ist der Strom in Polen um so viel billiger? Und das hat nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir aus dem Erdgas raus wollen, aus dem Öl, aus der Atomkraft und sagen, wir machen jetzt mit Windrädern Strom. Und ich glaube, das fällt uns allen jetzt auf die Füße. Ja. Und wir müssen jetzt den Menschen helfen. Die sind frustriert. Ich kriege Briefe. Das ist herzzerreißend und ich glaube, wir müssen beides tun durch diese Talsohle und schleunigst. Und das, was die Regierung jetzt macht, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und vor allen Dingen nur temporär. Das heißt, im nächsten Jahr werden die Strompreise und die Energiepreise doch immer noch hoch sein. Dann gibt es aber keine 300 Euro mehr. Also wir müssen nachhaltig Steuern senken, dafür vielleicht auch kurzfristig nochmal ein Defizit in Kauf nehmen und dann wieder zu einer regelrechten und guten Haushaltspolitik kommen, die dann aber auch durch eine EZB oder eine neue Bank flankiert werden muss, die wieder Geldpolitik für den kleinen Mann betreibt und nicht für die Südstaaten oder für große Unternehmen. Ich meine, unsere Position war ja immer, der Euro wird scheitern. Deutet sich das jetzt an? Ist das der Anfang vom Ende? Ja. Alan Greenspan hat vor Jahrzehnten mal gesagt, gebt mir 1 Billion Euro und ich werfe euch eine schöne Party. Und die EZB hat sich allein dieses Jahr genau diese Billion genommen, um sich selbst zu retten. Also das Ergebnis ist ja genau die Inflation. Ja. Man kann ihn retten, man kann ihn auch noch einige Jahre retten. Ich prognostiziere nicht, dass er morgen in einen Totalcrash untergeht. Aber er ist bereits gescheitert. Er war schon 2013 gescheitert, als wir uns gegründet haben und dann 2017 endlich als Fraktion hier reingekommen sind. Und deshalb unser allererster Sachantrag bezog sich schon 2017 gegen die EZB-Politik. Der Euro war gescheitert. Wir haben inzwischen auch ganz klar den Euro-Ausstieg schon seit 2015 im... Und 2017, wir vertreten Euro-Ausstieg und EU-Ausstieg. Und es gibt Gründe dafür. Natürlich ist er gescheitert, der Euro, nur er darf nicht sterben. Also das ist eine Art Zombie-Existenz. Und aber die Inflation ist der Preis dafür. Man könnte übrigens auch, das eben noch nicht erwähnt wurde, das Kartellrecht noch anzapfen. Da muss man gar nichts ändern am Recht. Es ist kein Zufall, dass wir an deutschen Tankstellen 2,20 Euro pro Liter zahlen und in Österreich vielleicht 1,80 Euro, obwohl bei sonst eigentlich völlig gleichen Bedingungen. Das hat nicht so viel mit Mehrwertsteuer zu tun, die ist überall gleich. Auch die sonstigen Steuern sind gar nicht so unterschiedlich. Aber in Deutschland wird das Kartellrecht nicht zur Anwendung gebracht. Also auch die Mineralölkonzerne verdienen sich hier eine erheblich goldenere Nase als anderswo noch. Ja. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Das eine ist das Kartellrecht, da steckt unglaublich viel Luft drin. Das andere sind die anderen Maßnahmen, die wir schon erwähnt haben. Und um am Beispiel Gas zu bleiben. Also es war ja schon vor dem Krieg über 150% größer als ein Jahr davor im Preis. 150% höher, das war die EU-Regulierung in erster Linie, die Carbonbepreisung und so weiter. Das muss weg, das muss die Bundesregierung muss getrieben werden, diesen Wahnsinn zu beenden. Das muss unser oberstes Credo sein. Wir müssen es ursächlich bekämpfen, diesen Wahnsinn. Und das ist ja speziell in Deutschland ein Problem und in Europa. Gut, zugegebenermaßen jetzt auch wegen der politischen Lage. Aber noch nicht, Nord Stream 1 läuft noch, das Gas, genau wie Kai gerade gesagt hat, ist noch da. Aber irgendwann kommt vielleicht wirklich der Punkt, an dem es dann nicht mehr kommt. Und deshalb muss man halt dann doch eine Politik machen, die das sicherstellt, dass es weiterhin kommt. Und LNG, was ja die offizielle Regierungslösung ist, ist halt nicht die Lösung, zumindest nicht auf 2 bis 3 bis 4 Jahre. Das Minimum, so lange würde es dauern, um diese Häfen zu bauen für verflüssigtes Erdgas an der Nordsee- und Ostseeküste. Und das ist schon sehr optimistisch gerechnet. Das heißt, bis dahin sind wir angewiesen, ob wir das jetzt gerne aussprechen oder nicht, auf russisches Erdgas. Es gibt keine Alternative, außer dass hier die Lichter ausgehen. Und zwar wirklich
wirklich gründlich. Ja. Es wird auch weniger geheizt werden können. Man muss das aussprechen. Es ist völlig unverantwortlich, was die Regierung hier macht. Das gibt Habeck sogar selbst zu, dass es in den nächsten 2-3 Jahren nicht funktionieren wird. Trotzdem kommt er mit Sprüchen da, wir schaffen das, darauf läuft es ja letzten Endes hinaus. Und da müssen wir ihnen in den Arm fallen. Das ist ursächlich, das geht auch noch. Noch ist es ja nicht aus, das Licht. Mhm. Aber wenn hier Atomkraftwerk, gleichzeitig die Kohlekraftwerk, jetzt auch noch Gas runtergefahren wird und auch noch die Wasserkraft zum Teil behindert wird, was habe ich jetzt vergessen noch? Also Öl auch, Ölimporte von Russland ja auch und Holzimporte. Das sind alles politische Entscheidungen am Ende des Tages. Natürlich wird das dann irgendwann unlösbar. Dann kriegst du es auch. Irgendwann ist es dann wirklich ein unbezahlbarer Preis. Was ich mir wünschen würde von unseren Politikern wäre wirklich, dass sie an das arbeitende Volk einfach auch denken, weil die Zahlungen, die man einfach hat, man kommt kaum noch über die Runden. Man verdient gut, hat aber trotzdem nichts und es wäre schön, wenn sich da einfach mal was ein oder wenn da mal Ideen kommen würden, was man machen kann für diese Menschen, weil Arbeit muss Spaß machen, Arbeit muss sich lohnen und nicht, dass man wirklich sagt, ja, 300 Euro lohnt sich nicht zum Arbeiten, das ist einfach so. Also, was soll ich sagen, 300 Euro, da dreht sich jeder eigentlich nochmal rum, die dann wirklich sagen, nee, es lohnt sich nicht mehr. Gell? Ich stehe jeden Morgen um 6 auf, fahre zur Arbeit und mache meinen Job und mache es mit Freude. Aber auch die sind langsam, wenn da nicht sich was ändert. Weil ich möchte einfach arbeiten und nichts anderes. Dafür bin ich sehr gerne da, aber es muss auch entlohnt werden und nicht bestraft werden.